Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Kamala Harris die Wahl bereits verloren hat, denn sie hat sich die Wall Street zum Feind gemacht mit Vorschlägen, die faktisch zu einem Crash an den Aktienmärkten führen würden. Sie will nicht nur die Kapitalertragssteuer deutlich anheben, sondern sie will vor allem auch 25% Besteuerung auf unrealisierte Gewinne bei Aktien oder von Börsenspekulationen, was bedeuten würde, dass viele, viele Millionen Amerikaner letztendlich ihre Gewinne sofort realisieren würden. Die Folge wäre ein Crash an den Märkten. Das kann der Wall Street nicht gelegen sein, die ja davon lebt, dass man ein völlig aufgepumptes Ponzi-Schema errichtet hat, in dem zum Beispiel ja die Marktkapitalisierung der US-Aktien 72% im Weltindex MSCI beträgt, in dem die Marktkapitalisierung der USA über 60% aller oder mehr als 60% des Gesamtvolumens der Welt hat. Dabei hat die USA nur einen Bruchteil dessen an BIP, weil man natürlich zwar die führenden Tech-Konzerne hat, aber eben dennoch vieles aufgepumpt ist. Wie aufgepumpt, will ich gleich mal zeigen. Aber das ist sozusagen jetzt die spannende Entwicklung. Wir werden sehen, dass die Medien, die bis vorher oder bis vor kurzem sehr positiv über Kamala Harris berichtet haben, jetzt langsam negativer werden, würde mich zumindest nicht überraschen. Letztendlich hat man ja Kamala Harris aufgebaut als Gegenspielerin zu Donald Trump. Bis vor kurzem galt sie ja noch als weitgehend unfähig, dann wurde sie idealisiert, das dürfte bald aufhören. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Und das ist, was Kamala Harris vorgeschlagen hat, nicht nur Preiskontrollen, gerade im Lebensmittelbereich, sondern auch eben die Erhöhung der Unternehmenssteuer auf 28%, von derzeit 21%. Das würde die Gewinne der Unternehmen schmälern, was dann die Bewertungen nochmal zu hoch erscheinen ließe. Dann diese Capital Gain Tax von 44,6% und die Steuer von 25% auf Unrealized Gains. Und Maverick of Wall Street sagt hier, RIP Trading, also das würde bedeuten, dass Börsenspekulationen mehr oder weniger jetzt vom Tisch wären und damit eben auch das Ponzi-Schema, das es Millionen von Amerikanern erlaubt, ganz entspannt in Rente zu gehen, dass das hinterfragt würde. Hier sehen wir mal die Bewertung nach Cape von Mr. Schiller. Der US-Märkte, zweithöchster Stand ever, den wir jetzt derzeit haben oder knapp jetzt an dem Stand, den wir hatten, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hat, massiv Liquidität ins System geführt hat. Es ist zum BIP höher, als wir es auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase gesehen haben, etc. etc. Also da steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Viele Millionen Ameriker haben über diese 400k Sparprogramme in Aktien praktisch ihre Rente aufgebaut. Da geht es um mehr als nur vielleicht mal einen Rückgang von 10%. Und hier sehen wir mal diese Kapitalertragssteuer. Das wäre die höchste, die es in den USA gegeben hat. Hier sehen wir dieses fast schon ikonische Bild von Kamala Harris, wie sie da wie ein Häuptling guckt, im Prinzip edel und so weiter und so fort. Aber das ist eben letztendlich, wenn sich das durchsetzen würde, was sie vorschlägt, dann wäre das der Tod des Wall Street, der Wall Street Hyperfinanzialisierung der Welt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das bedeuten würde. Nehmen wir mal an, diese Kapitalertrags-, also diese Steuer auf unrealisierte Gewinne würde durchkommen. Jetzt hast du eine Aktie, die etwa 100.000 Dollar derzeit an Wert hat. Jetzt steigt die Aktie, dann hast du praktisch ein Äquivalent zu 150.000 Dollar, macht also 50.000 Dollar Gewinn. Jetzt sollst du darauf 25% Steuern zahlen, macht also mal 12.500 Dollar, wenn du die Aktie nicht verkaufst. Jetzt fällt aber im nächsten Jahr die Aktie praktisch wieder runter und ist wieder 100.000 Dollar wert, um dann im nächsten Jahr wieder zu steigen. Du zahlst nochmal 12.500 Dollar und wenn das Ganze ein paar Jahre so weitergeht, dann hast du einen Totalverlust. Stellen Sie sich mal vor, jemand wie Jeff Bezos oder andere, die sitzen natürlich mit ihren Aktien auf massiven unrealisierten Gewinnen. Wenn die jetzt 25% Steuern auf diese unrealisierten Gewinne zahlen, dann sind die raus aus dem Spiel. Das machen die nicht mit. Die würden verkaufen, würden die Gewinne realisieren, um diese Steuern nicht zu bezahlen. Das würde alles auf einmal passieren. Die Folge wäre ein Crash
und eine große Depression, wie hier dieser Tweet auch relativ klar auf den Punkt bringt. Und das in einer Situation, wo, wie gesagt, die Wall Street ja gerade in den letzten Jahren unglaublich aufgepumpt ist. Wir haben hier bei Finanzmarktmeld mal das Bloomberg Terminal angezapft und geguckt, seit 1990 Earnings per Share, also Gewinn pro Aktie, der S&P 500 Unternehmen in Relation zum Index. Jetzt sehen wir, dass die Earnings per Share seit 1990 um 855% gestiegen sind. Der Index selbst, also der S&P 500, seit 1990 allerdings um 1483%, also fast das Doppelte. Und diese Differenz zwischen Earnings per Share und Kursgewinn, die ist seit 2020 immer weiter auseinandergedriftet. Das heißt, die Preise steigen immer schneller als die Gewinne der Unternehmen. Und wenn wir jetzt bei den Gewinn der Unternehmen sind, dann müssen wir berücksichtigen, Earnings per Share ist ja Gewinn pro Aktie. Jetzt gibt es aber viel weniger Aktien, weil zum Beispiel Firmen wie Apple, aber viele andere natürlich auch, großvolumig eigene Aktien zurückgekauft haben. Soweit ich mich erinnere, hat, glaube ich, Apple die Hälfte seiner Aktien inzwischen selber zurückgekauft, die auf dem Markt waren. Das heißt, es gibt immer weniger Aktien, durch die der Gewinn geteilt werden muss. Das heißt, der Gewinn pro Aktie steigt künstlich, weil es eben weniger Aktien gibt. Das heißt, die Kurse, die sind maßgeblich und extrem krass nach oben gelaufen in Relation zum fundamentalen Bild. Und jetzt kommt eine Kamala Harris und sagt, oh, da wollen wir jetzt aber viel, viel mehr Steuern haben. Das wird nicht funktionieren, das wird nicht gehen. Ich hatte gestern ja schon versucht zu zeigen, diese Harrisomics mit Preiskontrollen und all diesen Geschichten werden dazu führen, dass hier Incentives ausgeschüttet werden, 6.000 Dollar pro Kind, 25.000 Dollar pro Hauskäufer, indem die Nachfrage geschürt wird, aber über die Preiskontrollen das Angebot reduziert wird, weil viele nicht mehr für diese Preise dann produzieren können, profitabel, also produzieren sie nicht. Dadurch entsteht mehr Angebot und weniger, mehr Nachfrage und weniger Angebot. Die Folge ist eine Stagflation, auf die die Fed dann reagieren müsste. Also dieses Konzept kann nicht funktionieren und siehe da, jetzt plötzlich sehen wir auch einen Umschwung bei Predicted, dieser größten Wettplattform, was diese Fragen betrifft, gerade auch in Sachen Politik. Und plötzlich führt Donald Trump mit 52% zu, Kamala Harris 47%, auch in Pennsylvania, dieser so wichtige Swing State. Da liegt jetzt Trump vorne mit 51% und siehe da, jetzt plötzlich JF Kennedy Jr., der neigt sich jetzt Trump zu. Kürzlich gab es ja noch das Gerücht, er wolle sich sozusagen Kamala Harris anschließen. Jetzt allerdings, so hat es eine enge Vertraute von JFK Jr. gesagt, also diesem unabhängigen Kandidat, der das Zünglein an der Waage spielen kann, dass sozusagen, wenn Kennedy raus sozusagen seine Kandidatur zurückzieht, dann hat Trump jetzt schon mal gesagt, also ich finde den ganz toll, brilliant guy, kenne ich schon lange und ich wäre offen, dem eine wichtige Funktion in meiner Regierung zu geben. Und das würde bedeuten, dass die Chancen von Trump weiter steigen, wenn er sozusagen noch den Support von JFK Jr. hätte, der so auf ungefähr 10% aller Stimmen vielleicht kommt oder 8%, aber das ist in einem Rennen, das vielleicht tendenziell knapp ist, dann eben auch der entscheidende Unterschied, wenn die Anhänger von JFK Jr. mehrheitlich dem folgen, was sozusagen er selber sagt. All das ist an der Wall Street, was die Kurse betrifft, sicherlich noch nicht enthalten, aber es dürfte eben interessant sein, ob die Märkte jetzt wieder die Trump-Karte spielen, nachdem es ja lange so irgendwie plötzlich hochgejazzt nach Kamala Harris aussah. Wir haben gestern diese 8-Tages-Gewinnstrecke beendet mit geringen Verlusten, 0,16% der S&P 500, gestern das Volumen 33,73 Millionen Kontrakte, das ist weniger als ein Viertel dessen, was wir an diesem heftigen Montag gesehen hatten, als der Carry Trade ein Stück weit in die Luft flog. Wir sehen immerhin Fear and Greed Index jetzt wieder im neutralen Bereich, erstmals bei 45. Diese ganze Rallye auf extrem dünnen Volumen basierend. Wir sehen aber gleichzeitig, wenn Sie hier links mal gucken, dass der VIX um über 8% gestiegen ist, also das Wohlerbarometer. Und wir sehen gestern vor allem defensive Sektoren wie Consumer Staples, Healthcare, Real Estate. Das sind die Sektoren, die gestern besonders stark waren. Energie war besonders schwach, spricht nicht dafür, dass die weiche Landung der US-Wirtschaft kommt. Und die Frage ist ja, was war jetzt eigentlich der Grund,
Grund? War es der Carry Trade, der explodierte für diese scharfe Korrektur? Oder waren es die Rezessionssorgen? Game of Trades sagt, es sind diese Rezessionssorgen gewesen, nachdem ja die Daten sehr schwach waren in den USA. Erst dann platzte der Carry Trade. Ich denke, dieses Muster ist valide. Wir hatten ja schwache Daten. Daraufhin vor allem die hochbewerteten Tech-Aktien massiv korrigiert, wie eine Nvidia. Und die Yen-Carry-Trade-Geschichte folgte dann erst daraufhin, nämlich wenig später. Und hier sehen wir mal die Google-Anfragen nach Carry-Trade. Und das ist erst nach oben gegangen, als die Märkte komplett am Tiefpunkt waren. Vielleicht das eine interessante Nebenbeobachtung. Heute kommt Wichtiges, meine Damen und Herren. Wir haben zwar offiziell keine Wirtschaftsdaten, aber um 16 Uhr deutscher Zeit wird kommen die Revision des Bureau of Labor Statistics für die Jobdaten der letzten Jahre. Vor allem interessant natürlich der Bereich 2023. Was wird da kommen? Und ich hatte vorhin gesagt, Rezessionssorgen waren ja da. Wenn sich jetzt herausstellen würde, dass viel, viel weniger Jobs geschaffen wurden, dann dürften diese Rezessionssorgen Auftrieb wieder erhalten. Der Jobmarkt ist gar nicht so stark, würde es dann heißen, wie ein Analyst sagt. Das würde diese Rezessionssorgen bestätigen und würde bedeuten, dass die Fed letztendlich hinter der Kurve ist mit ihrer Zinspolitik, weil sie den Daten vertraut hat, die wahrscheinlich komplett falsch sind. Man erwartet eine Revision, naja, von um und bei 500.000, so durchschnittlich, kann aber bis zu 1 Million gehen. Und hier vor allem interessant eben der Zeitraum bis März 2024. Kalifornien hat schon gesagt, also diese ganzen Job Gains in 2023, die sind nicht existent. Das hat man schon nach unten korrigiert. Die Philadelphia Fed sagt, also es dürfte so gewesen sein, dass wir durchschnittlich 130.000 neue Stellen hatten in 2023. Die Biden-Administration hat allerdings 230.000 gemeldet, also 100 wären dann überhaupt nicht existent. Das wiederum führt dazu, dass man denkt, die Wirtschaft ist doch so stark, weil der Arbeitsmarkt so stark ist. Also das wird sehr, sehr wichtig, auch interessant, wie wird der Markt darauf reagieren, wenn die Zahl geringer ist, also weniger Fantasiestellen sozusagen geschaffen wurden. Was würde mit dem Dollar passieren, den Renditen passieren? Was, wenn ganz, ganz viele Stellen hinzu erdichtet wurden, vor allem durch das Burst Death Model, würde das bedeuten, dass die Zinssenkungserwartungen steigen, was dann vielleicht sogar wieder bullisch wäre, schwer zu fassen, was da kommt, aber auf jeden Fall 57%, mehr als die Hälfte aller neu geschaffenen Stellen dürften auf einem Modell oder dürften durch dieses Burst Death Model hinzugekommen sein, dass Pi mal Daumen ohne jede Datengrundlage schätzt, wie viele Firmen entstanden sind und wie viel eingegangen sind. Dabei macht man sich nicht mal die Mühe zu schauen, wie viele Firmen wirklich eingegangen sind, sondern das sind reine Schätzwerte. Man könnte ja einfach sich das Insolvenzregister anschauen und sagen, okay, wir haben jetzt doch hier so und so viel und da so und so viel. Nein, das macht man nicht. Man schätzt. Das ist wirklich Voodoo-Nomics, könnte man sagen. Und hier rechts sehen wir die US-Wirtschaft, da sehen wir die Fassade und das, was dahinter ist, sagen böse Zungen. Bowman von der Fed hat gestern gesagt, ja, es ist möglich, dass das überschätzt wurde, wie stark die Firmen neue Leute einstellen, also dass die Jobzahl überschätzt ist, nicht stimmt, aber dass gleichzeitig der Anstieg der Arbeitslosenquote übertrieben ist. Das ist wirklich immer absurd. Wir hatten ja diesen Anstieg, diesen schnellen Anstieg auf 4,3% in den USA. Jetzt sagt Maverick of Wall Street, naja, was ist, wenn jetzt die Regierung auch die Revisionsdaten der vorher schon gefakten Daten faked? Also was passiert, wenn jetzt der Fake auf den Fake kommt? Vorher gab es Fake-Zahlen, jetzt wird eine Fake-Revision letztendlich gebracht. Also es ist unendlich lustig, unendlich traurig gleichzeitig, was da passiert. Es zeigt die miserable Datenqualität, die wir derzeit haben, auf der letztendlich ja auch Bewegungen an den Märkten passieren. Stellen wir uns vor, die Arbeitsmarktdaten wären viel schwächer ausgefallen. Wie würden die Märkte heute aussehen? Das sind einfach Fragen, die man hier stellen muss. Insgesamt vor Jackson Hole jetzt die Erwartung, so sagt Goldman Sachs, dass er also dreimal 0,25er Zinssenkungen, nämlich der Pauli in Jackson Hole, signalisieren wird. Okay, kann man mal so annehmen. Ich denke, er wird jetzt zunächst mal signalisieren, ja, im September sinken die Zinsen und dann schauen wir mal.
Moy wird er wahrscheinlich sagen. Aber die Frage ist, haben die Zahlen, die heute veröffentlicht, die Revision zu den neu geschaffenen Stellen, hat das Einfluss auf ihn, ja oder nein? Eins sehen wir. Wir sehen hier die Befragung der Uni Michigan, nämlich nach der Einkommenserwartung der Amerikaner. Und die ist so stark abgestürzt wie zuletzt in Corona und wie davor fast in Financial Crisis. Also da sehen wir, da passiert schon einiges. Da ist offenkundig einiges im Argen. Die Leute werden immer pessimistischer. Weit über die Hälfte der Amerikaner glauben ja, die USA sei in einer Rezession, weil sie eben nicht über die statistische Methodik der US-Regierung verfügen, sondern die Realität am Boden sehen. Interessant, Realität am Boden auch. McClellan, der sehr geachtete Charttechniker, der hat eine unfassbar interessante Grafik und Statistik, nämlich er zeigt einen Zusammenhang zwischen der Inflationsrate in den USA und der Mordrate. Und beides ist derzeit ja rückläufig, wie wir hier sehen. Interessanter Vergleich und apropos Mord respektive Selbstmord, nämlich die Volatilität respektive Shorten des Marktes. Hier sehen wir jetzt einen neuen Sport, nämlich der S-VIX, also praktisch den Wichse zu shorten. Hier geht immer mehr Geld in dieses ETF, das hier handelbar ist. Das verstärkt diese extremen Bewegungen. Wie gesagt, gestern plus 8%. Der Wichse, nachdem er den größten Anstieg ja kürzlich hatte in der Geschichte, ist er ja dann heftig gefallen, zweistellig pro Tag. Jetzt sehen wir, dass vielleicht interessante Marken aber kommen, die hier diese Fragilität des Marktes nochmal dann zeigen würden. Erstens, achten Sie auf die 10-jährige Anleiherendite, die ja knapp über 3,8% ist. Wenn die unter 3,8 fällt, dann könnte das auch die Frage stellen, naja, warum fällt die denn so stark? Wie schaut aus mit der Konjunktur? Oder wenn Crude Oil unter die 70-Dollar-Marke fällt oder wenn die Jobless Claims über 267.000 steigen, also praktisch ein neues Hoch machen. Insgesamt ist die niemand mehr short in Sachen Selbstmord. Hier sehen wir das Equity Future Positioning extrem hoch bei Asset Managern, Short Interest bei den S&P und Nasdaq Futures praktisch nicht mehr vorhanden oder immer weiter zurückgehend. Das nur am Rande. Es sind jetzt wieder alle drin in diesem Markt, nachdem es nur einen kleinen Unfall gegeben hat, der natürlich nichts zu bedeuten hat. Nichts zu bedeuten hat auch, dass China jetzt 11 neue Atomkraftwerke genehmigt hat. Wir sprengen unsere in die Luft. Wie kürzlich diese Kühltürme, die Chinesen bauen massiv auf. Wir sind die Geisterfahrer oder die anderen natürlich, nicht die Deutschen. Die Amerikaner haben jetzt einen Anstieg von 70% neuer Datencenters. Die bauen also wie wild, Amazon, Microsoft, Google, Meta, wie sie alle heißen, Apple. Datacenter, von wegen KI. Die Frage ist, das ein bisschen too much? Haben wir dann bald zu viele Datacenter? So oder so, du brauchst sehr viel Strom. Wir wären gar nicht in der Lage, eben solche Datacenter zu betreiben, weil unsere Infrastruktur dafür gar nicht mehr ausgerichtet ist hier in Deutschland. Aber es gibt wenigstens eine gute Nachricht für die Deutschen. Der Fachkräftemangel geht zurück. Das liegt allerdings daran, dass die Konjunktur so schwach ist und dadurch der Bedarf nach Fachkräften einfach sinkt. Die Bundesbank hat ja gestern gesagt, ja, wir hoffen, dass eine Rezession vermieden werden kann. Höttges, der Telekom-Chef, hat gesagt, wir deindustrialisieren gerade das Geld. Das geht nicht mehr nach Deutschland, das geht raus aus Deutschland. Wir sehen ja die Kapitalinvestitionen auch von Ausländern. Es sind rückläufig in den letzten Jahren. Und wenn wir uns mal die Struktur der deutschen Firmen anschauen, wo sind die eigentlich mal auf einer solchen Karte, dann sehen wir, das ist alles Süd und West. Osten ist praktisch weitgehend leer gefegt. Das ist auch ein Ungleichgewicht. Vielleicht müssten wir einfach mal ein paar Gebiete Richtung Polen sagen, wollt ihr das haben? Ne? Brandenburg, ne? Brauchen wir nicht persönlich. Also wir brauchen das nicht. Könnt ihr das vielleicht gebrauchen, liebe Polen? Ne? Das wäre mal ein Vorschlag. Ne? Das würde ja praktisch die durchschnittliche Wirtschaftskraft Deutschlands dann massiv steigern. Gerade wenn wir Berlin auch noch dann los hätten, gell, wo ja, also Sie wissen, was ich meine. Jedenfalls zwei Empfehlungen zu Schluss, meine Damen und Herren. China importiert so wenig Gold wie seit zwei Jahren nicht mehr. Gold dennoch in Richtung Rekordhoch, weil der Dollar so schwach ist. Ist das jetzt ein wirklicher Ausbruch bei Gold oder nicht? Ich kriege ja schon wieder böse Presse. Jo, Fugmann hat doch gesagt, Vorsicht bei Gold. Jetzt sind wir auf dieses neue Allzeithoch gestiegen. Mal sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Erste Empfehlung. Und zweitens, Sie wissen ja
dass ich ein totaler Bitcoin-Fan bin, meine Damen und Herren, kommt die nächste Kursrakete. Short Squeeze, erster Punkt. Und zweiter Punkt vielleicht doch Donald Trump und nicht Harris. Schauen Sie sich diese beiden Artikel an. Gerne weiterempfehlen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.